Hi Leute, ich bin's Marc von German Comic Books. Diese Woche habe ich eine Menge gelesen. Ich habe für euch dabei Injustice, Götter unter uns, das zweite Jahr als Deluxe-Version. Ich habe Batman, der Gargoyle von Gotham gelesen, Batman vs. Robin, der Lazarus-Planet, das erste Kapitel und BRPD, The Devil You Know. Das ist der fünfte Band davon und der bildet eigentlich so den Abschluss der laufenden BRPD-Reihe, die auch in dem zuletzt erschienenen Hellboy-Universum-Band gebracht wurde. Und das Ganze präsentiere ich euch direkt nach dem Intro. Als erstes stelle ich euch Injustice, Götter unter uns, das zweite Jahr als Deluxe-Version vor. Dies beim Panini Verlag als Hardcover Deluxe Band erschien, also im größeren Format, umfasst 380 Seiten, kostet 49 Euro. Und nachdem ich den ersten Band bereits gelesen habe und den mega abgefeiert habe, weil er sowohl vom Format als auch vom Inhalt mich wirklich geflasht hat, war ich natürlich sehr gespannt hier auf den zweiten Band. Und der ist ebenfalls wieder von Tom Taylor geschrieben. Auf den zeichnerischen und Inhalt und auf das Artwork komme ich gleich im Artwork-Video zu sprechen. Und jetzt geht weiter. Das Ganze schließt eigentlich nahtlos an der an dem ersten Band an. Also alle, die den ersten Band vielleicht jetzt noch nicht gelesen haben, skippen bitte ein Stück vor, weil ich ein bisschen spoilern muss, um auf den Inhalt des zweiten Bandes einzugehen. Zum Ende des ersten Bandes hat Superman Batman das Rückgrat gebrochen, wodurch Batman jetzt erstmal außer Gefecht ist und die anderen Anhänger des Widerstands gegen den Imperator Superman vorgehen müssen und auch so einen Zusammenschluss bilden und immer weiter Leute akquirieren, die mit dem, was Superman und seine Anhänger hier vorhaben, auf der Erde tun, einfach nicht einverstanden sind. Und maßgeblich in diesem Band spielen die Green Lanterns eine ganz große Rolle. Hal Jordan ist ja einer der Leute, die die Erde vertritt von den Green Lanterns. Da gibt es natürlich noch andere. Und die sind sich uneins. Das heißt, Hal Jordan sieht eigentlich das, was Superman erreicht hat und findet den Ansatz eigentlich auch gut. Allerdings sind wie heißen sie jetzt? Ich komme gerade nicht auf den Namen von den Bossen von den Green Lanterns. Mir fällt es nicht ein. Ist egal, die blauen Männchen, ihr wisst wahrscheinlich, von wem ich rede. Auf jeden Fall sind die allerdings nicht damit einverstanden, das, was Superman da macht, und sehen die Gefahr, die da durchdroht, und beschließen halt, gegen Superman vorzugehen, und zwar mit der gesamten Power des Green Lantern Corps, der ihnen zur Verfügung steht. Und und Hal Jordan versucht natürlich, die zu beschwichtigen, davon abzuhalten, und sagt, hört doch Superman erstmal an, was er für Ideen hat, und die lassen sich allerdings nicht drauf ein, weil da gibt es natürlich noch eine relativ zwieträchtige Person, die sich dazwischen mischt, und zwar Sinestro, der mit seinem Sinestro Corps ebenfalls eine Chance wittert, da jetzt sein Ziel zu erreichen, und tut so ein bisschen so, als wäre Superman wohlgesonnen und flüstert ihm Ideen ins Ohr, verfolgt aber letztendlich seine eigenen Ziele, und die natürlich gegen das Green Lantern Corps gerichtet sind. Und Superman erkennt die Gefahr, die durch Sinestro droht, nicht so richtig und bietet dadurch viel Angriffsfläche, und das Ganze eskaliert natürlich zum Ende auch wieder. Hat mir von der Story richtig gut gefallen. Inhaltlich und von den Überraschungseffekten natürlich nicht mehr so wie Band 1. Von der Entwicklung der Story ist das Ding großartig, aber diese super Wow-Effekte, die haben wir natürlich hier auch, aber man hat jetzt schon damit gerechnet. Wenn man das neu liest, diese Reihe, und es noch gar nicht kennt, wirkt das natürlich ganz anders. Aber es hat mir super gefallen, und ich würde sagen, bevor ich jetzt eine Wertung des Bandes abgebe, schauen wir mal kurz ins Artwork-Video. Ja, im zweiten Band von Injustice, in dem Deluxe-Band, haben wirklich ganz, ganz viele Künstler mitgearbeitet. Wir haben unter anderem Bruno Redondo, Julian Huguenard, Bert, Mike S. Miller, um nur einige zu nennen. Also ich glaube, wir haben hier 10 Zeichner und Tuscher, dann nochmal 4 verschiedene Koloristen. Nichtsdestotrotz wirkt das Artwork für mich sehr homogen, und mir ist es ehrlich gesagt beim Lesen des Bandes gar nicht aufgefallen, dass hier so viele Künstler beteiligt waren. Für mich hat das zu jeder Zeit echt gut gewirkt, also vom Artwork her hat es mir gefallen und passte jederzeit wunderbar zur Story, sodass das überhaupt nicht negativ aufgestoßen ist. Im Gegenteil, ich finde das Artwork gigantisch.
Ja, Artwork habt ihr jetzt gerade gesehen. Ist ebenfalls wieder großartig gezeichnet, hat mir optisch super gefallen. Gerade in diesem großen Format macht die Story und auch die Zeichnung mega Spaß. Von daher, storymäßig ging es hier richtig toll voran, hat mir mega stark gefallen. Auch hier gab es natürlich tolle Twists und Überraschungen, wo man einfach immer wieder in den Moment gefühlt wird, die Kinnlade einem runterfällt und man denkt, boah, das bauen die da wirklich ein und das machen die und Tom Taylor zieht es durch. Und das macht einfach so Spaß an diesem Injustice-Universum. Der Band bekommt von mir deshalb aktuell 8,5 von 10 möglichen Punkten. Dann habe ich Batman vs. Robin gelesen. Trägt den Titel Lazarus Planet Kapitel Nummer 1 und ist beim Panini Verlag als Softcover Paperback erschienen. Das Ganze kostet 19 Euro, hat 164 Seiten, ist geschrieben von Mark Waid. Aufs Artwork gehe ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Und ja, der Band, der beginnt mit einer Überraschung und zwar direkt am Anfang irgendwas zieht Bruce Wayne in sein altes Gebäude, was jetzt außerhalb von Gotham ja ist, quasi in die Villa zurück. Und als er da so durch die Villa schleicht und so ein bisschen in der Vergangenheit schwelgt, klingelt es plötzlich an der Tür. Er öffnet die Tür und wer steht vor ihm? Alfred. Bruce kann es natürlich selbst nicht glauben. Ihr wisst alle, Alfred wurde von Bane das Genick gebrochen. Und zweifelt natürlich daran, was er sieht und zweifelt auch daran, dass Alfred wirklich der echte Alfred ist. Aber er stellt ihm einige Fragen, die kommen ins Gespräch und irgendwie nimmt man es ihm dann doch ab, dass es Alfred ist. Und er überlegt natürlich, was kann das auf sich haben, was kann es ausgelöst haben. Bevor er aber dazu kommt, geht es direkt los. Die bemerken nämlich, dass irgendjemand in der Betthöhle ist, gehen also runter und treffen dort auf Damian Wayne, der mit merkwürdigen Freunden, die Magie beherrschen, dort in der Höhle sein Unwesen treibt und geraten auch prompt aneinander. Damian stürmt wie besessen auf Batman und versucht, den platt zu machen. Und Batman schafft so mit knapper Not, sich retten zu können, weil er halt Damian noch Unterstützung von diesen Magiern hat, die ihm da zur Seite stehen. Und verschwindet dann. Batman kann erstmal flüchten, sich mit Alfred in Sicherheit bringen. Und die versuchen dann natürlich herauszufinden, was mit Damian passiert ist, dass er so besessen ist und überhaupt nicht mehr richtig ansprechbar ist. Und das Ganze führt dann so ein bisschen zurück zu dem Event, zu der letzten Robin-Reihe, wo Robin ja diese Kämpfe auf der Lazarusinsel ausgetragen hat. Das ist ein Event, den ich leider nicht gelesen habe. Und aufgrund dessen eine Spur, also es kommt halt erst später raus, eine Spur gefolgt ist, die ihn zu einem Dämon gebracht hat, der von seiner Oma weggesperrt wurde. Und den hat er gefunden, der allerdings ergreift halt Besitz von Damian und steuert den nun, um die Erde quasi an sich zu reißen. Dazu muss Damian halt sämtliche magische Artefakte und Magier einsammeln, damit er denen diese Kräfte entziehen kann, um seine Kraft, seine Macht zu vergrößern. Und wer dieser furchteinflößende Dämon ist und im Hintergrund die Fäden zieht, werde ich euch jetzt natürlich nicht spoilern. Dafür müsst ihr das Ganze selber lesen. Hat mir relativ gut gefallen. Ich fand es jetzt aber von der Story nicht wirklich super fesselnd. Das Ganze ist mir, das Spiel mir zu viele Figuren mit. Das heißt, wir haben hier viele magische Wesen, die eine kurze Rolle spielen und dieser Band befasst sich halt auch sehr viel mit Magie und das ist für mich so ein Thema, was mir im Zusammenhang mit Batman halt nie so hundertprozentig gefällt. Deshalb ist es storymäßig was okay war, mich aber auch nicht wirklich mitgerissen hat, aber was man gut lesen kann. Aber bevor ich jetzt zu einer abschließenden Wertung des Bandes eingehe, würde ich sagen, schauen wir auch nochmal ins Artwork. Ja, der Band, der besticht ganz klar durch sein Artwork. Wir haben hier Zeichner Mahmoud Asra, großartiger Künstler, Scott Godlewski, ebenfalls mitgezeichnet und koloriert ist das Ganze von Jordi Belair. Also wirklich ein tolles Künstlerteam, was hier wirklich herausragende Arbeit geleistet hat. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, thematisch hat mich der Band jetzt nicht umgehauen, aber das Artwork, muss man einfach zugestehen, ist wirklich auf einem super hohen Niveau und hat mir hier zu jeder Zeit sehr gut gefallen. Von daher das Artwork eine fette Empfehlung.
Artwork habt ihr jetzt gerade gesehen. Ja, Mahmoud Asra, mega Künstler. Ich mag das Artwork von dem, hat mir halt super gefallen. Also vom Artwork her ist der Band wirklich sehr, sehr stark. Inhaltlich, von der Story her, ich fand den Überraschungsmoment mit Alfred, fand ich super, dass er wieder auftaucht. Aber es gibt halt viele Elemente, diese ganzen magischen Sachen, die da drin sind von der Story her. Das ist nicht so ganz meine Welt, deshalb hat mich das nicht hundertprozentig überzeugt. Und von daher kriegt der Band von mir ein paar Abzüge. Bekommt also insgesamt von mir 6,5 von 10 möglichen Punkten, was man lesen kann, aber was auch nicht wirklich eine Pflichtlektüre ist. Dann habe ich Batman, der Gargoyle von Gotham, als Hardcover-Album gelesen. Das Ganze ist ebenfalls beim Panini Verlag unter dem DC Black Label erschienen. Kostet 16 Euro, umfasst 60 Seiten, ist geschrieben und gezeichnet von Raphael Crumper, der auch schon Batman das Goldene Kind gezeichnet hatte. Und der arbeitet hier auch als Autor und hat mich persönlich echt überzeugt. Das ist eine tolle Geschichte. Vom Artwork her relativ düster angesetzt. Das Ganze spielt so kurz nach dem ersten Jahr nach Batmans Tätigkeit und zeigt ein wirklich finsteres Gotham, wo Batman versucht, gegen das Verbrechen vorzugehen und so die ersten Schritte gelernt hat, aber jetzt hier auch mit einem Gegner zu tun bekommt, der nicht ganz ohne ist. Der ist körperlich Batman in diesem Kampf irgendwie total überlegen. Der Typ ist und lässt Batman das halt auch spüren. Und viel weiter möchte ich darauf gar nicht eingehen, weil die Geschichte eigentlich recht düster gehalten ist und spannend erzählt ist. Was ich allerdings, und das hat mir halt richtig gut gefallen, gerade am Anfang, wenn Batman so gezeigt wird und ins Spiel gebracht wird und gegen so eine Bande Krimineller vorgeht, sieht man halt, wie er mit seinem Fledermauskostüm quasi aus einer Ecke stürmt, einen Gangster dort reinzieht, der fliegt halt nur bewusstlos raus oder einen anderen, der wird nicht nur einfach geschlagen, der sticht ihm wirklich mit seinen Fingern die Augen aus. Also wirklich ein brutaler Batman, der hier auch ganz hart gegen Verbrecher vorgeht. Und das hat mir in diesem Szenario, in diesem finsteren Gotham wirklich sehr gut gefallen. Und auch der Gegner, mit dem er es zu tun bekommt, der ihm irgendwie über ist, aber geistig auch total verwirrt ist. Und was das Ganze für Hintergründe hat, das wird nur so ein bisschen angedeutet in diesem Band. Da werden wahrscheinlich noch einige Geheimnisse im Laufe der Reihe gelüftet. Deshalb will ich dazu gar nicht allzu viel erzählen. Was mir vom Ansatz her erzählerisch sehr gut gefällt, ist, dass hier ins Spiel gebracht wird, dass Batman die Idee hat, Bruce Wayne sterben zu lassen. Er äußert gegenüber Alfred halt die Idee, dass er, wenn er Bruce Wayne halt sterben lässt, viel mehr Zeit hat, Batman zu sein und noch viel mehr Gutes damit zu tun. Und das ist eine Idee, mit der Band spielt. Und das finde ich vom Konzept her super. Deshalb hat mich das Ding, hat mir der Band wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich würde aber sagen, bevor ich auch hierzu eine Wertung abgib, schauen wir mal kurz ins Artwork. Ja, Raphael Crumper hat das Ganze selber gezeichnet, kollogiert hat es Matt Lopez. Ich mag das düstere Artwork, ich mag die Darstellung von Gotham, das gefällt mir sehr gut. Der Zeichenstil ist ein bisschen speziell, aber sehr detailliert und hat eine eigene Struktur, die mir sehr gut gefällt. Was ich allerdings auch die Gewaltdarstellung hier, die ihr gerade sehen konntet, extrem hart, die Kämpfe sehr hart und brutal dargestellt, gefällt mir alles sehr gut. Das Einzige, was mir optisch nicht so richtig gefallen hat, ist das Kostüm von Batman. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das ist, wie gesagt, ja. Man auf hohem Niveau. Ja, Artwork gefällt mir wirklich richtig stark, gefällt mir super. Das, was hier storymäßig in den 60 Seiten untergebracht sind und angedeutet wird, ebenfalls sehr, sehr gut. Das ist ein starker Einstieg in eine Reihe. Ich bin gespannt, wie es mit der Reihe weitergeht. Ich glaube, die umfasst insgesamt 4 solcher Bände und aktuell macht es mega viel Spaß. Ich kann das Ding wirklich wärmstens empfehlen. Bekommt von mir deshalb auch 8 von 10 möglichen Punkten. Dann habe ich BIPD The Devil You Know gelesen. Das ist ein englischer Band, der umfasst 432 Seiten, kostet 39 US-Dollar. Regulär müsst ihr gucken, für wie viel ihr das bekommt. Der Inhalt dieses Bandes, das ist der fünfte Band einer fünfteiligen Reihe von Hell on Earth und trägt halt den Titel The Devil You Know. Das ist auch in den deutschen Ausgaben der Hellboy-Universumsbände enthalten und wurde mit dem letzt veröffentlichten auch abgeschlossen. Das heißt, da findet ihr ebenfalls die Storyline von Hell on Earth und auch den Abschluss, den Teufel, den man kennt, drin. Ich hatte allerdings nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr so richtig Lust auf die anderen enthaltenen Stories. Ich fand die BIPD-Sachen in den Hellboy-Universum-Bänden wirklich am stärksten und die haben mir am meisten Spaß gemacht. Deshalb habe ich mir die jetzt in einem englischen Format, in einem etwas größeren Format gegönnt
Einfach weil es für mich ein bisschen besser lesbar ist und ich das Artwork besser abfeiern kann. Aber wie gesagt, ob ihr da auf das Englische zugreift oder euch die deutschen Hellboy-Universum-Bände zulegt, ist letzten Endes egal. Das Ganze ist geschrieben von Mike Mignola und Scott Ellie und hat mir vom Inhalt super gefallen. Also die haben die Story ja schon mega lange aufgebaut, ein Riesenevent über, weiß ich nicht, fast über 2000 Seiten geht die Gesamtstoryline und bildet jetzt hier den Abschluss. Und das Ganze heißt halt The Devil You Know, weil da taucht der Teufel auf, den man kennt. Hellboy ist ja irgendwann im Laufe der Hellboy-Bände gestorben und findet in dieser Storyline dann endlich den Weg zurück auf die Erdoberfläche. So, aber das funktioniert halt nur, weil die Bösewichte hier in dieser Storyline, die halt maßgeblich durch die, wie heißt sie, Katharina, diese Varvara, die Varvara, dieser kleine Dämon, der in dem Körper des Kindes ist, die schafft es halt, die Hölle auf Erden zu bringen, um die Hölle quasi zu befreien. Damit kommen natürlich alle Höllenlebewesen, finden den Weg auf die Erde, aber dadurch natürlich auch Hellboy. Und das hat mich dann echt überrascht und mich wieder zum Ende in die Story reingezogen. Das ist der Moment, auf den alle und ich so lange gewartet haben, dass Hellboy dann endlich wieder auftaucht und eine Rolle spielt. Und mit den alten Kompagnons, nämlich Abe Sapien und Liz, sich zusammentut, um gegen ja, die Monster, die jetzt auf der Erde sich befinden, vorzugehen. Und ja, man hofft und bangt mit den Helden mit. Und ich will nicht zu viel spoilern oder verraten, aber das Ende dieses Bandes und der Storyline hat mich wirklich überrascht, was der Autor da durchgezogen hat. Knallhart, aber hammermäßig, hat mich wirklich umgehauen. Deshalb eine richtig fette Empfehlung. Bevor ich die aber ausspreche und eine Wertung abgebe, schauen wir mal kurz ins Artwork. Ja, das Artwork der BRPD-Reihe hat mir insgesamt auch am besten aus diesen ganzen Stories aus dem Hellboy-Universum gefallen. Das ist gezeichnet von Lawrence Campbell, Mike Mignola, Sebastian Fiumara und Christopher Mitten. Einheitlich koloriert, und das ist ganz wichtig, und sieht man auch, ist das Ganze von Dave Stewart. Dadurch wirkt das natürlich sehr homogen, obwohl mehrere Zeichner dran waren, fällt es überhaupt nicht auf. Und ich finde, die Welt, das Setting, das Artwork, hier passt alles so toll zusammen. Die haben geschafft, so eine geniale Welt zu skizzieren und zu zeichnen mit allen Monstern und Sachen, die es da drin gibt. Absolut großartig, ganz, ganz fette Empfehlung ans Artwork. Ja, Artwork von dem Band absolut bombastisch, hat mich überzeugt, inhaltlich vom Format her, von der Story her. Das Ding hat mich wirklich umgehauen und bekommt von mir richtig fette 9 von 10 möglichen Punkten. Also eine Serie, die ihr unbedingt lesen solltet, in welchem Format, in welcher Sprache auch immer. Aber es macht einfach mega viel Spaß. Das war's auch schon, wir sind durch. Ich hoffe, für euch war was Tolles dabei. Wenn euch die Review gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Solltet ihr mich noch nicht abonniert haben, gerne ein Abo dalassen. Ihr bekommt automatisch Bescheid, wenn neuer Content von mir an den Start geht. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer ein schickes Wochenende. Viel Spaß beim Lesen. Wir sehen und hören uns. Bis dahin, ciao.